Aloha und weiter im Text mit Jack 2. Ich hätte gerade beinahe The Blob gesagt, aber naja, man kann sich ja auch mal irren. Es laggt immer noch. Und man höre und... Hallo, kannst du mal aufhören zu laggen? Was? Was? Wieso? Ach so, die Musik spielt nur noch so. Verstehe. Die Musik hat sich mal jetzt dazu entschlossen, weiterzuspielen. Ja, das ist jetzt die Aufnahme danach. Ich habe mich dazu entschlossen, mal weiterzuspielen und zu schauen, was jetzt die nächste Ungerechtigkeit hier auch, also was das Spiel für eine neue Ungerechtigkeit für mich bereithält. Ich finde es ja faszinierend, dass jetzt die Verfolgungsmusik läuft, aber... So, hi Crew. Zurück an die Arbeit, Puppe. Sie arbeitet ja, Rollmops. Hör auf zu nörgeln. Vorsichtig. Sonst endest du noch als Trophäe an dieser Wand. Jack, ich will, dass du die Meisterschaft verlierst. Lass Era gewinnen. Du wettest gegen uns? Jack, so läuft das eben. Oh Gott. Du bist ein Symbol für diese Städte. Die würden alles auf einen Funken Hoffnung setzen. Der ideale Zeitpunkt, um Geld zu machen. Was sagst du, mein Junge? Ich sage, du wirst viel Geld verlieren. Denn ich werde antreten. Und ich werde gewinnen. Du Kleiner. Du machst langsam mehr Ärger, als du wert bist. Oh, oh. Mach's dir bloß nicht so gemütlich. Jeder ist ersetzbar. Hast wohl Todessehnsucht, was? Wir müssen nicht bis zum großen Rennen warten. Wir können das sofort klären. Nur wir beide. Durch die Stadt. Und wir benutzen Beschleuniger. Nein. Verpasst du auch nur einen Ring zwischen Start und Ziel, ist es aus. Kira hält dich sowieso für einen Versager. Und ich liefere ihr den Beweis, ein für alle Mal. Einverstanden. Ja, nimm doch Kira. Oder Kyra. Nimm sie! Ich habe nichts dagegen. Durchlassen! Warum habe ich nur so das blöde Gefühl? Oh nein! Ja, das blöde Gefühl war berechtigt, dass das eine verdammte Scheißaktion wird. Also, dass es mich verdammt frustrieren wird. Stirb, du Spinner! Oh Gott. Das kann doch nichts mehr. Leute, das wird wieder so eine Stelle, wo ich total schweigsam bin. Genau wegen dieser Scheiße. Oh Mann. Komm, wir hören auf. Ich habe jetzt einen verpasst. Genau, super. Nochmal. Oh Mann. Kann ich auch noch ablehnen? Ja, und jetzt fängt es auch noch an zu laggen. Wie fair. Ich meine, ist er nicht schon schwer genug? Nein. Ganz und gar nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das kriegen wir noch. Das kriegen wir noch aufgeholt. Das kriegen wir noch aufgeholt. Oh Gott. Den kriegen wir auch noch aufgeholt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, tu mir das nicht an. Wieder so ein Fettkloß. Ah. Ja, das verstehe ich jetzt nicht, weil im Grunde habe ich ja nichts gemacht. Also ich verstehe nicht, warum ich gerade verloren habe, weil ich ja im Grunde nicht verloren habe. Upsa. Also weil ich ja im Grunde nicht einen Ring verfehlt habe. Ich bin nur gegen eine Hauswand gefahren und das war laut Regeln nicht verboten. Dachte ich bis dato. Ah, der Vollidiot ist auch gegen eine Wand gefahren. Aber er bremst mich aus und das finde ich absolut nicht gut. Ich verstehe das Prinzip nicht, ganz ehrlich. Also ab wann man irgendwie ausgebremst wird und ab wann nicht. So, danke. Nee, weil...
Einmal fahre ich gegen eine Wand, schon habe ich verloren. Und dann fahre ich nicht gegen eine Wand und verfehle halt einen Ring und brauche ewig, um dann das Rennen neu starten zu dürfen. Also irgendwie blicke ich da nicht ganz durch. Aber naja, wer tut das schon bei diesem Spiel? Ich hatte mir damals wahrscheinlich irgendeinen Scheiß gedacht, als ich gesagt habe, hey, ich ignoriere alle Warnungen von allen möglichen Leuten, die gesagt haben, Jack 2 ist ein Scheißspiel im Vergleich zu Jack and Dexter. Alle Warnungen ignoriert. Immer gesagt, komm schon, gib dem Spiel eine Chance, aber das Spiel hat von mir zumindest mehr Chancen gekriegt, als es jemals verdient hat. Cool. Hä, wo muss ich denn hin? Das muss ich nicht begreifen, oder? Das verliere ich doch. Aber ich kann mich ja mal umschauen. Aber es scheint nichts auszumachen, wenn ich eine Wache treffe. Denn das ist... Also ich weiß es nicht, ich hatte bisher noch keine erwischt, aber ich glaube, dass es im Moment nichts ausmacht. Ich habe zwar immer noch die Kartenanzeige, aber ich bin... Ach komm, halt die Fresse. Ah ja, klar, das Spiel muss nicht flüssig laufen. Es ist ja nicht so schon schwer genug. Was wollte ich denn gerade sagen? Ach so, es scheint egal zu sein, ob man Wachen erwischt oder nicht. Ja, bremse mich aus. Ich meine, warum nicht? Ja, da ich bisher... Ich habe noch keine Wache erwischt, aber... Leute, ihr seht es nicht nur laggig, ich spiele es auch genauso. Und es ist gerade echt schwierig. Aber ich weiß leider auch nicht, scheiße, woran es liegt. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, nach welchem Prinzip da entschieden wird, ob man jetzt verloren hat oder nicht. Wie viel Platz man von der Strecke hat, die man irgendwie austesten darf oder verlassen darf. Keine Ahnung, weil ich... Die einzige Regel war ja, der Gewinner ist der, der zuerst reinkommt ins Ziel. Und man darf keinen Ring verfehlen. Das sind so ziemlich die einzigen Regeln, die ich jetzt so mitgekriegt habe. Hör auf, mich auszubremsen. Oh weh, ey. Zisch ab! Oh. Zieh doch selber Leine. Halt doch die Fresse. So. Keine Ahnung, wie er es macht, dass er so toll um die Kurven cruist. Aber... Ja, ich meine, warum nicht? Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ah, noch ein ganzes Stückchen. Verstehe. Ich fürchte, das ist wieder so ein Ding, wo ich dann extrem frustriert sein werde. Was wahrscheinlich auch wieder 90.000 Millionen Trilliarden Videos nach sich ziehen wird. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, dieses blöde Spiel endlich durchgespielt zu haben. Und wisst ihr, was ich befürchte? Dass die Prozentzahl wirklich die Missionen anzeigt, die man machen muss. Also nichts mit den Bonusmissionen, die es gibt. Ja, es gibt Bonusmissionen, toll. Freuen wir uns jetzt einen Cola-Keks. Also dass es nicht die Anzahl der Orbs, die man bekommen kann, anzeigt und die Bonusmissionen, sondern die Pflichtmissionen. Und ja, das Spiel muss nicht flüssig laufen. Warum auch? Also langsam fühle ich mich... Sag mal, das kann doch nicht dein Ernst sein. Moment. So, da bin ich wieder. Es läuft ja auch nichts im Hintergrund.
Ne? Also, ich nehme so auf, wie ich immer aufnehme. Das ist eine Verschwörung. Eine richtig verschissene Verschwörung. Das war jetzt Absicht, weil ich hätte den eh nicht mehr einholen können. So. Klar, ich meine, ich habe ja voll den Ring verfehlt. Kann ich den nicht irgendwie abschießen oder so? Nee, kann ich nicht. Schade. Hätte ich zu gern getan. Ganz ehrlich, hätte ich wirklich gern getan. Mittlerweile schrecke ich auch nicht mehr davor zurück, unfaire Mittel zu verwenden. Oh, wir sind die Guten. Mimi. Gut sein am Arsch. Ich meine, wenn mich ein Spiel die ganze Zeit so ärgert und mir so den Mittelfinger zeigt, warum sollte ich denn da nett sein? Pfh. Sehe ich ja mal überhaupt nicht ein. Und ich habe so ein ganz blödes Gefühl. Ja, ich meine, hey! Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Ich meine, muss ich echt millimetergenau auf der Strecke fahren, die mir das Spiel vorschreibt, die ich nicht sehe, also die das Spiel sich denkt? Klar. Natürlich. Ist ja nicht so, als würde mich das hier gerade voll ankotzen. Nein. Ich kann euch versprechen, das ist jetzt erstmal der letzte Part, den ich für heute aufnehme. Wie viele Parts waren das? 2. Aber bei so Spielen wie zum Beispiel, nehmen wir mal Resonance of Fate, da könnte ich, oder da habe ich auch schon 2 Stunden am Stück aufgenommen, und wenn ich Jack 2 Stunden am Stück aufnehmen würde, würde ich wahrscheinlich die Krise kriegen, so wie ich jetzt schon nach einer halben Stunde, nein Quatsch, ja doch, aufnehmen tue ich eine halbe Stunde. Spielen ist wieder eine andere Sache. So wie ich jetzt schon nach einer halben Stunde kriege. Oh Gott. Ja komm, zieh Leine. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe gerade so ein bisschen Angst, Leute. Und er überholt mich, war ja klar. Auf die letzten paar Meter. Nein. Fahr! Oh Gott. Ich bin weiter als jemals zuvor. Nein! Oh Gott. Ich hab's noch gekriegt. Nein! Das war's, Leute. Ja. So, meinetwegen, ja. Aber ich beende den Part jetzt vorzeitig, weil in der 1 Minute schaffe ich das hundertprozentig nicht mehr. Ich speichere jetzt und wir sehen uns im nächsten Part von Jack 2 wieder, oder? Wir schauen uns das mal an hier. Moment. Wie viel haben wir denn jetzt? Immer noch 73%. Wir sehen uns im nächsten Part von Jack 2 wieder. Overi.